19 Tage Krieg, so lautet der Titel des Buches von Ortschronist und Buchautor Henrik Schulze. In seinem Buch erzählt er Ereignisse der letzten Kriegstage. Das geht in diesem Buch, so wie es der Titel eigentlich schon sagt, um die letzten 19 Tage des Zweiten Weltkrieges, und zwar konkret hier in unserer engeren Heimat. Im Grunde genommen ist es geballtes Chaos. Das heißt also, der Zusammenbruch des Dritten Reiches, die Zerschlagung der Wehrmacht durch die Rote Armee explizit hier in unserem Gebiet und mit auch schlimmsten, grausamen Folgen für die Zivilbevölkerung in den betroffenen Dörfern und Städten. Das Buch geht besonders auf die Infanteriedivision Friedrich Ludwig Jahn ein. Zu ihr gehörten 8000 junge Reichsarbeitsdienstler, die in den letzten Kriegstagen rund 200.000 kampferfahrene Soldaten der Roten Armee aufhalten sollten. In der fast 20-jährigen Recherche spielt der ehemalige und vor 5 Jahren verstorbene Reichsarbeitsdienstler Josef Pechmann eine bedeutende Rolle. Ja, der Kontakt kam dadurch zustande, dass, wie ich ja eingangs schon geschildert habe, ich vor rund 20 Jahren mal einen Anruf aus Wien gekriegt habe von einem Mann, der damals dabei war und sich als erster dieser Aufgabe gestellt hat, um die Geschichte dieser Truppe, die hier in Jüterbock aufgestellt worden ist, zu schreiben. Und ich habe mich im Rahmen der Arbeit dieses Mannes mich mit ihm recht eng befreundet und ihm dann letztendlich, ja, so fast auf dem Sterbebett, das Versprechen gegeben, an der Arbeit weiterzumachen. Und jetzt nach seinem Tod sind auch noch wirklich ein paar Dutzend weiterer Zeitzeugen von der Truppe auf Jüterbock zu, damit auch auf mich zugekommen und haben mir wiederum ihre Erlebnisse geschildert, die das Bild noch runder werden ließen. Und abgesehen von dieser Wehrmachtstruppe, die also den Kern dieser hier kämpfenden Soldaten darstellte, ging es mir aber auch vor allem darum, zu beschreiben, was die Bevölkerung erlebt hat. Und da habe ich wiederum mit den Ortschronisten hier aus unserer Umgebung, also von Dahme über Nutte-Urstromtal bis hin nach Rathenow und Gentin, enorme Hilfe gekriegt. Und damit war es eben möglich, sehr detailtreu nachzuvollziehen, was sich in diesen Tagen hier abgespielt hat. Eine Besonderheit im Buch 19 Tage Krieg sind die 25 Lagekarten, die in dieser detaillierten Form wohl einmalig sind. Gezeichnet hat diese Karten Thomas Gadomski, Mitarbeiter im Jüterbocker Bücherkontor. Also auf den Karten im Prinzip die Wege, die einzelnen Wege der Division zu sehen, der Divisionen zu sehen, speziell der Division Jahn, sag mal fast in stündlicher Genauigkeit. Also Zeitzeugen, wie gesagt, Zeitzeugenberichte, offizielle Kriegsschreibungen, die Angehörigen der Jahn, die uns viele hilfreiche Tipps gegeben haben oder überhaupt ihre Wege beschrieben haben, das glaube ich, das Prickelnde ist das Genaue. Man liest die Seite, man liest, was Herr Schulze über den Tag geschrieben hat und kann im Prinzip am Ende das nachvollziehen anhand von geografischen Karten. Das ist natürlich ein Jahr. Ich habe von vielen gehört, die schon mal vorab ein paar Kapitel gelesen haben, die fahren mit ganz anderen Augen jetzt durch Brandenburg. Weil Mensch, das hat gelesen oder in der Stadt war das und das. Man hat ein ganz anderes Gefühl für Landschaft auch. Das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen hochtrabend an, aber das ist, man kriegt ein geschichtliches Bewusstsein für Orte. Also ich muss natürlich für das Thema offen sein, um mich mit diesem Stoff zu befassen. Und es ist auch harte Kost, schwere Kost, weil es ja auch wirklich eine grausame Zeit war. Und wer dafür aufgeschlossen ist, wer sich dieser Tatsache stellen will, für den ist das Buch sicherlich eine wichtige Lektüre, um zu begreifen, was sich damals abgespielt hat. Und dazu muss ich nicht zu der Erlebnisgeneration gehören, die sich sozusagen wiederfinden wollen, sondern auch uns Nachgeborenen kann es, denn ich gehöre ja selber zu denen, die das nicht mitmachen mussten, zu meinem Glück, die uns doch eines näher bringt, eines verstehen lässt. Wenn ich irgendwo einen Grabstein sehe oder so, dann weiß ich auch, wie der zustande gekommen ist. In einer Auflage von 2000 Exemplaren erschien das Buch unter Projekt und Verlag Dr. Erwin Meißler. Also der Herr Schulz und ich, wir kannten uns schon einige Jahre. Wir haben unter anderem auch ein paar Sachen zusammen gemacht, gerade auch die St. Barbara-Meldung. Und da haben wir eigentlich auch schon gemerkt, dass wir an Geschichte gegenseitig auch ein Interesse haben. Und dieses einzigartige Projekt, sage ich jetzt mal, wo der Krieg in seinen Einzelheiten auf das Territorium bezogen beschrieben wurde, hat mich doch auch sehr fasziniert, weil ich auch in meinem Verlagsprogramm, wenn man das mal so sagen darf, immer auch
Themen mir heraussuche, die nicht so alltäglich sind. Und wir auch damit auch versuchen, Geschichte darzustellen, wie sie gewesen ist. Die einfachen Menschen, die Zivilbevölkerung, sage ich erstmal, die ja in diesen großen Kriegsberichten, in den Kriegstagebüchern und so, ja eigentlich nie eine Rolle spielt, finden hier, dass sie eine Stimme bekommen und auch ihre Erinnerungen nicht vergessen sind. Und die ganzen Jahre konnte man eigentlich beobachten, dass relativ wenig darüber gesprochen wird und man ist doch sehr offen auch der Vergangenheit jetzt gegenüber. Innerhalb der Recherche wurde viel in Archiven gestöbert und gelesen. Man fuhr zu einzelnen Schauplätzen und Orten und redete mit Zeitzeugen über die Ereignisse innerhalb der letzten Kriegstage. Bei den Zeitzeugeninterviews muss man ehrlich sagen, ist man niedergeschlagen, wenn man eigentlich. Man erfährt so viele Persönliche. Man braucht ja auch manchmal 2, 3 Anläufe, bevor man überhaupt aus der Generation, die es erlebt hat, überhaupt Berichte rauskriegt. Also man ist eher niedergeschlagen, weil man Dinge erfährt, die wir uns in der heutigen Zeit noch nicht mal vorstellen können. Also noch nicht mal im bösesten Traum vorstellen können, was hier teilweise passiert ist. Aber wie gesagt, wir wollen auch immer dahin, dass es von beiden Seiten passiert ist. Und das ist uns auch wichtig in dem Buch, da darzustellen, keine Einseitigkeit her. Leider ist es uns nicht möglich gewesen, mit russischen Veteranen zu sprechen, außer diese hier mehr oder weniger offiziell auch hier mal sind. Das ist die Schwierigkeit. Aber ich denke, das Bild ist sehr abgerundet. Also man muss ja sagen, im Vorfeld haben wir bestimmt 150 Bücher gelesen, in Archiven im wahrsten Sinne Staub gefressen. Man kann das ja nicht anders sagen. Und haben das natürlich mit den vielen, vielen Zeitzeugen berichten und was die Armeeführer niedergeschrieben haben, abgeglichen und versucht, uns erstmal ein grobes Bild zu machen. Und haben dann anhand diesem groben Bild das Raster immer mehr verfeinert. Und da sind natürlich dann sehr genaue Karten entstanden. Also dieses Buch soll auch wirklich den Heimatforschern, den weiteren Chronisten oder sowas, ein Nachschlagewerk darstellen, worauf ich immer wieder hinweise. Wir haben alleine im Ortsverzeichnis, wie gesagt, 800 Ortsnamen, Dörfer wie Städte drin, die im Text irgendwo eine Rolle spielen. Und insofern kann jeder sofort auf Anhieb sehen, bringt mir das Buch auch zu meiner Gemeinde was? Werden da also auch Episoden geschildert, die meine unmittelbare Umgebung betreffen. Und in dem Sinne kann es vielleicht dann auch hoffentlich ein Handwerkszeug sein für jeden, der sich zukünftig mit seiner lokalen Geschichte befassen will. Im Buch 19 Tage Krieg ist nachzuvollziehen, wann und von wem Orte der heutigen Landkreise Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fleming und im Havelland erobert wurden. Das Buch ist für 39,90 € im Handel erhältlich.